Prinz Michael von Anhalt schießt gegen Desiree Nick. Desiree Nick und Patricia Blanco knöpfen sich Julia Siegel vor. La Nick, also Desiree Nick, erklärt in ihrem neuen Podcast, das erst rauskommt, vorab schon in der Bildzeitung exklusiv, da hat ja die einzige gewonnen, die noch übrig war. Weil die andere sich von alleine ins Ausgeschossen haben. Genau. Sie sagt auch, nicht wegen ihres Könnens hat sie gewonnen, die Julia Siegel. Patricia Blanco hat mit Julia Siegel noch ein großes Hühnchen zu rupfen. Weiterhin sagt Patricia Blanco, Julia Siegel Freundschaft mit Prinz Markus möchte sie gar nicht weiter kommentieren. Aber was sie dann gebracht hätte, die Julia Siegel, das war der Hammer. Ja, bei Promis unter Palmen hat ja die Julia Siegel die Patricia Blanco aus dem Haus rausgeworfen. Das hat man leider nicht gesehen. Genau, und dann hätte sie so geweint, dass man sie sogar stützen musste. Was will die Alte, sagt Patricia Blanco. Ja. Patricia Blanco weiter. Und als Schauspielerin hätte ich gesagt, setzen. Sex. Nochmal üben. Ganz schlechte Laiendarstellung, um sich gut darzustellen, sagt Patricia Blanco über Julia Siegel. Patricia hat von Anfang an gesagt, sie kann Julia Siegel nicht ausstehen. Sie hat mit ihrer Mentalität nichts zu tun. Ja, und sie hat weiterhin noch gesagt, Julia Siegel würde gerne manipulieren. Also das kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Nee, hat man jetzt auch nichts gesehen. Gut, wir haben ja nur 2 Folgen gesehen, ja. Aber sonst, was ich immer gesehen habe, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Julia so ist. Gar nicht. Eigentlich sieht die doch immer nur das Gute in den Menschen. Ja. Also weiterhin erklärt dann daraufhin die Desiree Nick, dass jeder weiß, dass die Julia Siegel eine Soziopathin ist. Und also ganz München würde das wissen und sie überhaupt kein Geld hätte. Ey, was ja, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich auch nicht. Und was soll denn der Schwachsinn? Ja, die prahlt ja auch nicht voll, dass sie voll Geld hat oder sonst irgendwas, wenn es so wäre, ja. Ja. Na, Nick sagt auch, du kannst deinen Ruf nicht dein ganzes Leben lang verbergen. Du kannst die Leute kurz hinters Licht führen, aber nicht ein Leben lang. Weiterhin sagt Desiree Nick, Julia Siegel hat nicht gesiegt. Sie war die Einäugige unter den Blinden. Was auch immer das heißen sollte. Ja, Glück gehabt, ganz einfach. Das wissen wir ja nicht, wir haben es ja nicht gesehen. Ist ja auch wirklich scheißegal, ja. Sie hat jetzt gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen, genau. Fertig. Die Regel sind die Regel. Ja. Dann sagt die Desiree Nick doch noch, die 100.000 Euro reichen ihr gerade für 3 Tage in Dubai. Ja gut, dann lässt es aber richtig krachen. Aber weißt du was, das ist doch alles nur Neid, ja? Ja, kann ja jeder machen mit dem Geld, was er will. Aber was ich auch nicht verstehe, ganz ehrlich, muss ich jetzt mal dazu sagen, Julia Siegel hatte ja auf ihrem Instagram-Kanal gesagt, ich glaube sogar live mit der Katie Bam, sie wird das Geld spenden, beziehungsweise Willi Herrens Familie geben, ja, weil ohne ihn hätte sie niemals gewonnen und das möchte sie einfach tun. Aber irgendwie ist da auch nicht mehr die Rede davon, dass sie das Geld Willi Herren gibt, oder? Na ja gut, hat noch nichts mitbekommen. Ich habe das aber gehört auf Instagram, wie sie da gesprochen hat. Weiterhin sagt Desiree noch, was hat man von so einem Gewinn, wenn man nicht die Herzen des Publikums gewinnen kann? Ja, und keiner würde wissen, was da wirklich abging. Natürlich wissen wir das nicht, aber das weiß doch die auch nicht, dass man die Herzen nicht gewinnt. Also ich finde sie eigentlich cool, die Julia Siegel, was ich bis jetzt von ihr gesehen habe. Ehrlich. Ja, hat ja jetzt nicht enttäuscht irgendwie. Nee, ich finde sie cool. Sie hat sich für die Schwächeren eingesetzt oder macht sie? Sie lästert eigentlich nicht, ja. Also ich habe da noch nichts gesehen. Gut, das sei mal dahingestellt, dass sie mit Prinz Markus befreundet ist, aber das geht uns ja auch nichts an. Das ist ihre Sache, wir urteilen ja sie jetzt, ja. Ja. Desiree meint auch, wer mit dem König der Oberidioten Markus kuschelt, der kann auch mit einem Jota gut auskommen. Naja, König ist er schon mal nicht, sondern Prinz. Das ist schon mal falsch. Ja, es wäre genau das Umfeld, was zur Julia Siegel passt. Und daraufhin kommt jetzt das Statement von Prinz Michael, ja, weil er hat die Bild-Zeitung zugesendet bekommen. Da habe ich doch schon wieder mal die Bild-Zeitung zugeschickt bekommen in Dubai. Julia jetzt 100.000 Euro gewonnen hat, weil sie nun mal Promis unter Palmen gewonnen hat und ist schon wieder so neidisch, weil Desiree eben halt kein Geld hat. Ja, Markus meint, dass die Desiree nur neidisch ist, weil Julia die 100.000 Euro gewonnen hat. Und sie gönnt niemandem etwas und lästert und lästert und lästert die falsche linke Schlange. Ja, und dass Desiree ein Lästermaul wäre, die Königin des Lästermauls, ja, also da sind schon harte Worte von Prinz Markus wieder gegen Desiree. Ja gut, scharfe Zunge hat sie ja, das wissen wir ja. Julia Siegel ist eine gestandene Frau. Wenn die zu mir nach Dubai kommt, ist sie eine von wenigen Gästen, die immer Gastgeschenke mitbringt. Zigarren für 300, 400 Euro, Rotwein für 500 bis 1000 Euro.
Also Michael, Prinz Michael sagt ja auch, die Julia Siegel bringt immer Gastgeschenke mit. Als eine der wenigen Freunde, die kommen. Ja, aber ist es denn so wichtig, immer Geschenke mitzubringen? Es geht doch nicht um Geschenke oder um Geld, es geht doch um den Menschen, um den Charakter. Die Julia bringt Zigarren mit für 300 €, Wein für 500 €. Also ich glaube nicht, dass die kein Geld hat. Aber Leute, es geht doch nicht immer darum, was man mitbringt, sage ich jetzt nochmal. Das ist auch wieder alles. Also beim Prinz Michael, Quatsch, Prinz Markus, geht ja alles immer nur ums Geld, 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 Nein, Geld. aber weil die sagt, die hat ja kein Geld, die Julia. Wenn sie kein Geld hätte, können sie keine Geschenke kaufen. Ja, das stimmt auf jeden Also. Fall. Bin mit der Julia Siegel mit 16 Leuten essen gegangen und ich bin ein Gentleman. Ich zahle immer. Tja, du hast ja auch das meiste Geld, dann ist es ja auch wohl okay, dass du immer bezahlst, finde ich. Ja, ist selbstverständlich fast, oder? Ja. 16 Leute. Nee, 14 waren wir, zwei Tische A7. Wahrscheinlich hat er sich jetzt schnell rausgeredet, zwei Tische mit sieben, weil das geht wegen Corona dort. Ich habe keine Ahnung. Und dann kam die Rechnung, aber ein Dirham, also 25 Cent drauf gestanden. Da habe ich gedacht, was ist denn los? Weil die Julia nett ist, hat sie die Rechnung übernommen und hat als kleinen Gag noch ein Dirham als Rechnung mir präsentieren lassen. Und das sage ich mal, das hat Stil. Also das hat wirklich Stil. Finde ich cool von Julia Siegel. Geile Aktion, mega, top. Ja. Du hast mal einen Prinzen geheiratet, du warst mal erfolgreich und du hast es alles verkackt. Also ich glaube, geheiratet hat sie denn nie, den Prinzen, die Deserinnig. Ich habe immer gelesen, vielleicht täusche ich mich auch, ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr wisst, dass sie eine heimliche Affäre mit dem Prinzen damals hatte. Aber ich habe, glaube ich, auf Wikipedia gelesen, dass 17 Jahre verheiratet, oder? Ja, und ich glaube, ich habe gelesen in Google, dass er eine heimliche Affäre mit dem hatte über Jahre. Ja, vielleicht beides. Ich sammle Luxusuhren. Das ist eine Richard Mille, die kann man uns mal ganz genau angucken. Die kostet 445.000 € Listenpreis. Das ist eine Rolex, die heißt Chocolate und ich bin kein Rassist. Die kostet auch 55.000 €. So, und ich habe noch lauter solche Uhren, weil ich Uhren sammle. Was sammelst du? Pfandflaschen, damit du deine Miete bezahlen kannst. Naja, das war ja jetzt auch wieder sehr provokant mit seinen Uhren, ja, was er da wieder zeigen muss, was er alles hat. Na gut, der hat ja Geld, der kann ja sammeln, ist ja okay. Während die diese Rick, Pfandflaschen sammeln muss, damit sie die Miete bezahlen kann. Du hattest mal einen reichen Mann und wurdest verwöhnt, wurdest infiziert mit dem Stachel des Reichtums. Und sie wäre ja infiziert gewesen von ihrem Ex-Prinz, infiziert, wie er gesagt hat, vom Geld von ihm, weil er wahrscheinlich alles bezahlt hat, meint Markus. Du blöde Sau. Du hast mich gebettelt, ich glaube 3 Jahre lang, dass ich dich mit auf die Oscars nehme, wo ich jedes Jahr eingeladen bin. Du hast gebettelt, gebettelt, gebettelt. Please, please, bitte, Markus, nimm mich mit auf die Oscars, nimm mich mit zu Elton John auf die Party. Aber du hast ja keine Connections. Und? Hast du sie mitgenommen auf die Oscars? Nein, hat er natürlich nicht. Deswegen bettelt sie ja immer noch. Ja, die stimmen zu alt. Da nimmt er keine so alte, Entschuldigung, in Anführungsstrichen, alte, nicht böse jetzt gemeint, aber mit auf die Oscars. Er hat ja mal Junge dabei. Er hat ja lauter junge Mädels um sich. Naja, sehen auch besser aus meistens. Er kann sich ja alles kaufen, was er will. Weil du eine alte, ich glaube, 73-jährige verbitterte Frau bist. 73, also kommen die 64 oder so. Ja, jetzt übertreibt er wieder. Ja, ehrlich, aber er hat schon recht. Als Kabarettistin, Entertainerin ist sie wirklich gut mit ihrer scharfen Ja. Zunge. Aber so privat, was sie da von sich gibt, finde ich auch nicht. Also, ich finde es wirklich nicht in Ordnung, ja. Braucht sie das wirklich so sehr, um polarisieren zu müssen? Ja? Bekommt sie sonst keine Aufmerksamkeit mehr oder warum macht sie das? Ja, das wissen wir nicht. Eigentlich solltest du dich zu Hause aufhängen mit so einem ganz dicken Strick, dass er ja nicht reißt. Ja, Markus, das ist jetzt aber hart. Sowas darf man nicht sagen. Nee, finde ich auch. Das finde ich nicht okay. Kein Mensch hat den Tod verdient. Nee. Guck mich an, ich habe alles. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt, ich habe Häuser auf der ganzen Welt, ich habe die teuerste Autosammlung, ich habe, wie gesagt, instead of Pfandflaschen habe ich Uhren und du hast einfach nur gar nichts, weil du eine Fotze bist. Verbitterte, alte, kranke Frau. Das Effort hättest du jetzt sparen können. Ja, aber was heißt, er hat Freunde, er hat alles?
Klar, wenn du Geld hast, hast du Freunde. Du meinst, du hast Freunde. Die Frage ist, sind es echte Freunde? Ja, überleg mal, wenn du jetzt gar nichts mehr hättest, wären das denn noch deine Freunde? Genau, wenn du mal gar nichts hast und auch mal Pfandflaschen sammelst. Das ist die Frage, kann ja jedem mal passieren. Genau, ist ja keine Schande.